Und damit hallo und herzlich willkommen zu TV Berlin aktuell. Wer heute durch die Innenstadt gefahren ist, wurde bestimmt das ein oder andere Mal von Taxis aufgehalten. Das ist jetzt erstmal eigentlich nichts Ungewöhnliches für Berlin, denn Taxis gibt es ja überall in der Stadt. Doch heute haben die Taxifahrer erst die Spandauer Straße vor dem Neptunbrunnen komplett blockiert und sind im Anschluss als Konvoi zum Flughafen Tegel gefahren. Denn die Taxifahrer fühlen sich von der Regierung im Stich gelassen in Bezug auf die billige Konkurrenz durch Uber und Freenow. Wir protestieren gegen die Ignoranz der Behörden bezüglich auf diese Kontrollen von Rückkehrpflicht. Die Zulassungen, die unzugelassenen Sachen, die jetzt stündlich mit Tausenden von Fahrzeugen stattfinden. Von Berliner Umland mit Berliner Kennzeichen, die sind überall hier. Die halten sich nicht an die Gesetze, die kehren nicht wieder zurück zu den Betriebssitzen. Was eigentlich das Gesetz ganz klar regelt. Das ist aber hier ständig nicht der Fall. Es wird ständig übergangen. Die Polizeiordnung, die Polizeibehörden sagen es auch, wir gehen zu denen, wir zeigen die an, die sagen, wir sind nicht dafür zuständig. Wir gehen zu den Ordnungsämtern, die sagen, wir sind auch nicht zuständig. Und unsere liebe Verkehrssenatorin, sie sagt, es gäbe hier kein Uber und das sei eine Aufgabe vom Bund. Also wo bitte schön sollen wir jetzt hin? Wir sind hier eine Realität, wir sind Teil der öffentlichen Personennahverkehr. Das kann nicht sein, dass man uns ständig ignoriert. Hier sind viele Betriebe mit hunderten Fahrzeugen, die eventuell überschuldet dicht machen müssen, weil hier irgendwelche Leute nicht sich an Gesetze halten. Das kann nicht sein. Diese Leute haben das besser verdient. Wir haben Schulden, Arbeitsplätze, wir gehen alle arbeiten. Wir machen hier nicht einen auf faulen Ei. Das ist hier einfach existenzgefährdend, was hier gerade läuft. Es kann nicht sein, dass man einfach diese Thematik ignoriert und sagt, es gäbe kein Uber und Freenow. Freenow ist genau das gleiche wie Uber. Die reagieren genauso wie Uber. Was muss die Politik tun, Ihrer Meinung nach? Die Politik sollte endlich dafür sorgen, dass diese Freunde in Uniformen endlich ständig die kontrollieren, beziehungsweise sogar gegebenenfalls, dass die Zollbehörden auch sich ranhängen und endlich mal hier Druck machen und kontrollieren, wo ist dein kleiner P-Schein, wie kannst du hier überhaupt fahren und seit wann bist du hier? Burası Hardenberg Straße. Arkadaşımız Gülbacı. Şu anda ışık kırmızı. Ve bu arkadaş görüyorsunuz uyuyor. Şunlara da bir fiskal takmak lazım artık. He? So, die Polizei hat gerade bestätigt, Uberfahrer 1,5 Promille nach Fahrerflucht auf den Schienen gelandet. Wird jetzt von der Feuerwehr rausgezogen. Uber hat es mal wieder geschafft. Nicht normal. Der Typ steht da hinten. 1,5 Promille, Leute. Das passiert, wenn man den Fischern einfach so verschenken tut. Lohnt sich das für Sie eigentlich hier zu arbeiten für Uber? Ja. Ja? Was verdienen Sie denn in der Stunde? Keine Ahnung. Wissen Sie nicht? Ja, mein Chef war. Ihr Chef weiß das? Ja. Okay. Welche Firma ist denn Ihr Chef? Ja, Uber. Wie Terminal 2? Sind Sie von Uber? Ja, Uber. Ja? Ja, ja.
Allah, Allah, Allah. Du bist. Ober. Und Sie warten auf wen? Firma Ibrahim. Ja. Aber Sie dürfen nicht hier stehen, ne? Ja. Wo müssen Sie hin? Ich fahre. Ja, ja, aber danach, wo fahren Sie hin? Das steht auf Arabisch da, oder? Ja. Also Sie arbeiten bei Uber? Ja, ja. Ja? Ja. Was kriegen Sie Stunde? Hier. Wie viel kriegen Sie pro Stunde? Ich weiß. Ich spreche ein bisschen Deutsch. Ja? Why, Janina? Ja. Danke, aber. So, der nächste Uber-Fahrer, der an der roten Ampel bequem schläft. Nächsten Schritt wagen. Willst du mit mir Drogen nehmen? Dann wird es rote Rosen regnen. Ich hab's in einer Soap gesehen. Willst du mit mir Drogen nehmen? Komm, wir gehen zusammen den Bach runter. Komm, wir gehen zusammen den Bach runter. Komm, wir gehen zusammen den Bach runter. Denn ein Wrack ist ein Ort, an dem ein Schatz schlummert.